Plötzlich ist Willi verstummt. Und es wo liegt? TS wieder abgeschmiert. Willi abgeschmiert. So, dann haben wir hier quasi auch den passenden Ausgang. Ah, das TS stürzt neuerdings auch jede Nase lang ab. Das gefällt mir nicht. Während ich hier jetzt so ein bisschen rumlaufe, gucke ich mal kurz, dass ich den wieder zum Laufen bringe. Denn ist ja auch blöd, wenn wir den guten Twilly jetzt nicht hören. Ah, die Serververwaltung leckt auch schon. So, Passwort eingeben. Du wurdest erfolgreich eingeloggt. Da bin ich wieder. Oh, das TS geht von alleine wieder. Auch nicht schlecht. Ah ja, ich musste mich wieder einloggen. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, der Standardspruch. Religiöse Untouch bei... Na, so weit sind wir gar nicht erst gekommen. Also wir haben von dir noch gehört, ja, das war auch so ein Standardspruch. Und dann warst du weg. Oh, okay. Aber ich fand diesen Standardspruch nicht mal schlecht, muss ich sagen. So, jetzt gehe ich noch ein bisschen in der Mine. Will ja nicht nutzlos irgendwo rumstehen. Ja, das ist doch praktisch. Könnte in Aris Mine gehen. eine Strandbude. Oh ja. Damit man sich in seiner Freizeit auch an den Strand legen kann. Wo wollen wir eigentlich mit Yuki schwimmen gehen? In Hallenbad oder an einem See oder sowas? Hallenbad, Freibad, so eine Kombi halt. Oh. Wie unser unser Spaßbad in Oberhausen. Oh. Ich hoffe mal, dass das nicht allzu teuer ist. Oh, hoffe ich auch mal, weil. Weil Yuki meint, das wäre preiswert und Yuki schwimmt ja auch nicht gerade in Geld. Stimmt, sie ist Auszubildende. Ja. Wir haben generell wenig Geld. Und wir können ja offen miteinander reden, besonders da keiner von den beiden hier das Let's Play guckt. Was hältst du eigentlich von der Beziehung der beiden? Ich meine, so... Wie man das in den letzten... Sie ist eindeutig die Dominantere. Finde ich so nicht... nee, das meine ich nicht. Man hat den Eindruck in der letzten Zeit so im TS, die beiden nerven sich nur noch gegenseitig an. Ja, sie sind ein bisschen gestresst voneinander. Ja. Das kann man nicht von der Hand weisen. So, Twilly, ich hab dir ein paar... oder vielmehr einen Kiesweg zu deinem Haus gebaut. Oh, das ist nett, danke. Jetzt haben wir noch den großen Platz hier in der Mitte. Da könnte auch noch irgendwie ein Haus sein. Ich habe an so ein offenes Forum vielleicht gedacht. In der Richtung. Aber so richtig, was ich hier hinbaue, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber wir müssen ja auch noch einen Turm bauen. Noch und einen Turm? Ja, an jeder Ecke kommt ein Turm. Du kennst mich doch. Hey, Turm. Türme sind ein wichtiger Bestandteil meines Let's Plays. Sie basieren quasi darauf. Dein gesamtes Let's Play fällt und steht mit Türmen. Genau. Und wenn ich den Turm schlecht baue, dann sinken die Zuschauerzahlen. Ja,
glaube zwar, dass es den Zuschauern scheißegal ist, ob du Türme baust, aber... Nein, 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 die Zuschauer wollen, dass ich Türme baue. Jeder Zuschauer mag es, wenn Iro Türme baut. Und wenn es dem nicht so ist, na mein Gott, dann werden die Zuschauer halt gegessen. Ich dachte, dann sagst du, deabonniert mich doch. Das auch. Ich finde das mit dem Essen eigentlich praktischer, weil dann können sie auch keinen anderen abonnieren. Ja, das stimmt. So schützen wir eigentlich die großen YouTuber wie den gewissen Honk. Ah, der gute Honk. Ups, da ist ein Block stehen geblieben, der jetzt unsichtbar für uns ist. Genau hier. Der ist es. Aber jetzt lassen wir mal Honk Honk sein. Ja, wir wollen ja auch keine Werbung für ihn machen. Nein, nein. Um Gottes Willen, das braucht er auch noch. Ich meine, Mister, ich schalte 11.000 Kinowerbung. Abos. Haltet echt wirklich Kinowerbung? Ich habe noch nie einen Werbespot von dem gesehen. Wann waren wir das letzte Mal im Kino? Auch schon ein bisschen her. Der Tag, wo Juan sich eingeladen hat. Oh ja, Hänsel und Gretel, aber das ist auch wirklich, ich sag mal, das ist nicht die Art von Film, wo er wahrscheinlich Werbung schaltet. Ich denke eher, da müssten wir in Benjamin Blümchen gehen. Da würden wir ihn wahrscheinlich sehen. Okay. Wie kommst du jetzt darauf, dass er in Benjamin Blümchen geht, Passt schaltet? besser zu ihm. Dann machen wir es so. Dann könnte ich hier einen hinstellen. Dort einen hinstellen. Ah, Dort, hallo dort. Zombie. Lassen wir das hier dann nochmal eine Stufe höher wachsen. Machen wir das hier nochmal. Weg. So. Zack, 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 zack. Und zack. Und dann lassen wir das hier einfach mal hier. Da setzen wir noch einen Block rein. Du mit deiner... Oh, Entschuldigung. Dummes Skelett mit seiner dummen Goldrüstung. So, und das hier wird dann halt der Turm. Den spendieren wir jetzt erstmal einen ordentlichen Holzboden. Ah, und da ist der unsichtbare Block wieder aufgetaucht, weil wir versucht haben, drüber zu bauen. Unsichtbarer Block? Das passiert manchmal, wenn du mit einer Ability was abbaust, dass verschiedene Blöcke halt unsichtbar werden. Die Die werden Höhle alle. hier aber nicht. Bitte? Groß ist die Höhle nicht, die ich hier gerade gefunden habe. Das glaube ich dir. Ein bisschen Kohle ist es. So. Der Turm wird an sich erstmal ziemlich langweilig aussehen. Er wird auch nicht so groß. Zumindest von der Höhe her. Hast du das nicht von deinem letzten Turm auch behauptet? Weil der hier wird wirklich mal nicht sehr hoch. Ich habe so gedacht, so an 40 Blöcken Höhe. Irgendwann könnten wir da drüben eine Brücke zubauen, wenn wir mal total schräg drauf sind. Doch schräger als jetzt. Ja, noch schräger als jetzt. Sechs, acht. Wir sollten vielleicht dran denken, dass wir irgendwie eine Leiter brauchen. Das heißt, wir springen jetzt schon mal kurz runter, verlieren dadurch ein paar Le Leben, aber gewinnen auch ein paar Herz, ein paar Level bei Acrobatics dafür.
So. So. Das wird halt so jetzt die absolute Standardanfertigung eines Turms. Er dient quasi auch nur dazu, dass wir ein bisschen Ausblick haben in die Richtung. Muss jetzt nicht so hoch sein wie er dort. Und vor allem sind Türme ja immer schön als Orientierungspunkt in der Ferne. Oh ja. Jeder mag Türme. Außer Dann die. schon einen Leuchtturm gebaut. Nee, einen Leuchtturm habe ich noch nicht. Den könnte man am Hafen hinsetzen. Wäre nicht eine gute Idee. Das könnten wir vielleicht in der nächsten Folge mal machen. Noch einen Turm bauen. Oh ja. Aber diesmal ist es ein Leuchtturm. Das Ja, ist was ja. viel Besseres. Also rot-weiß gestreift. Wir können es auch so machen wie der von Otto. Der war, glaube ich, rot-gelb. Stimmt. Aber wenn, dann baue ich einen klassischen. Oder wir bauen den Leuchtturm von Alexandria nach. Viel Spaß. Willst mir also nicht helfen? Nö. Ich hab die Schnauze voll von Sandstein, seit meinem Sandsteintempel. Weil du hast ja noch nicht mal das meiste dafür gefarmt. Das war deine Mutter. Oder meinst du den Sandsteintempel woanders? Nicht auf dem Server. Nee, doch, ich meine den. Oh mein Gott, ich habe auch gut mitgefarmt. Auch schon lange her, ne? Oh ja, ein Jahr schon. Ein Jahr ist das schon her. Warte, könnt ruhig mal wieder ankommen. Oh ja. Jetzt hat sie ja einen neuen Stecher und deshalb lässt sich nicht mehr blicken. Ist wie mit Juan und Uru. Die lassen sich auch nicht mehr blicken, seitdem sie neue Stecher haben. Ich meine, seitdem sie Stecher haben. Seitdem sie sich selbst haben. Ja, meine ich ja. Wie sich das anhört, falls wir fast als ob ihre Stecher Selbstbefriedigung wären. Ach, wer weiß? Wer So. weiß, an was die beiden denken? Wer weiß, an was du denkst? Ich glaube, das weiß keiner und das macht mir auch Angst, dass es eventuell Leute wissen könnten. So, hier machen wir jetzt das Dach drauf. Auch Danke relativ dafür. Standard. Mich total, jetzt hast du mich wieder total beleidigt. Ich dich Gekränkt. beleidige, nur weil ich Angst habe, zu wissen, was du denkst. Willst du nicht wissen, was ich denke? Nein. Es gibt Gedanken, die bleiben lieber im Verborgenen. Und deine gehören in die Kategorie am besten nie aussprechen. Hey, ich denke nicht nur an Catgirls. Doch, das tust du. Nein. Beweis mir das Gegenteil. Erfahrung, Schicksal, mein ewiger Leidensweg. Hey, du tust ja so, als ob ich eine Prüfung für dich wäre. Eher Bestrafung. Klang jetzt fies, ich weiß. Okay, du kannst alleine zu Yuki und Zwergi gehen. Okay, Ich nehme die Schokolade mit. dokeli. Ich brauche was, um meinen Frust zu kompensieren. Mit Schokolade löst du keine Probleme, Twilly. Ja, das sagt einen Süchtigen mal. Machst es halt einen Süchtigen. Du bist süchtig nach Schokolade? Oh, nicht so wirklich. Wenn ich dir jetzt sämtliche Schokolade wegnehmen würde, könntest du überleben? Ja.